Kastri, 80 Minuten alles im Griff. Und dann erklären wir mal, was ist denn wieder los? Ja, ich habe das Gefühl, wir haben gewisse Fehler noch gemacht. In den letzten 10 Minuten waren wir nicht mehr so konstant wie die 80 Minuten vorher. Aber ich glaube, wir können jetzt glücklich sein, dass wir die 3 Punkte daheim behalten. Und das ist das Wichtigste jetzt momentan gerade. Wie groß ist jetzt die Erleichterung nach diesem sieglosen Spiel, zum Wissen, dass wir es jetzt halt doch noch haben? Ja, es ist eine grosse Erleichterung. Ich meine, wir haben jetzt sicher auch eine schwere Zeit hinter uns, aber durch das haben wir können lernen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir unseren Sieg geholt und jetzt wollen wir da wieder weiterarbeiten. Nervt dich das selber auch, dass man dann halt doch noch 2 Goal überkommt? Ja, das sicher. Als Fußballer nervt es dich immer, wenn du ein Goal bekommst. Du warst so viel Schüsse wie möglich und so wenig wie möglich bekommen. Aber es gehört eigentlich zum Fußball dazu und daraus lernen und nächste Match immer besser machen. Wie wichtig ist das jetzt für euch als Mannschaft, das Erfolgserlebnis? Sehr wichtig. Wir haben als Mannschaft wirklich viel geschafft, auch im Training mit den Trainern. Wir haben wirklich geschaut, dass wir unser Team immer in guten Laune behalten, auch wenn wir jetzt ein bisschen bergab abgehen. Aber das ist das Wichtigste, wir kommen wieder rauf und das ist das Wichtigste, wir haben die 3 Punkte geholt. Wie ist das halt für euch auch selber? Aber irgendwo muss man das abwägen. Entweder ich halte hinten dicht, dann ist vorne weniger los, oder man spielt vorne so munter weiter. In welche Richtung geht jetzt die Reise? Das ist jetzt, im Fußball kommt es halt immer darauf an, ob wir jetzt, es kommt immer auf den Spielstil darauf an, wo wir haben. Und bei uns ist es so, dass wir immer voll attackieren wollen und offensiven Fußball spielen wollen. Und das ist das Wichtigste. Ich meine, unsere Spielphilosophie behalten und so wenig wie möglich Goal bekommen. Aber das ist dann auch schwer, wenn wir auch offensiv stehen. Aber dann können wir verbessern. Danke dir. Bonello, bist du erleichtert? Ja, aber nach dem 3-0 bin ich erleichtert. Oder respektive nach dem Abschlusspfiff, sage ich jetzt einmal. 3-2 haben wir es einmal ins Leben gebracht. Und ich bin erleichtert, wo dann nachher der Schiedsrichter das Spiel abpfiffen hat. Ja, korrekt. Muss man ein bisschen masochistisch veranlagt sein, dass man bei einem 3-0 hingeht und die Hütte selber nochmal anzündet? Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, das ist Fußball. Manchmal gibt es ja so Spiele. Wir haben es 3-1 und nach einem Ballverlust bekommen. Einen stehenden Ball und auf einmal brennt alles wieder. Oder? Und, aber nachher haben wir es gut verteidigt. Wir haben mit Leidenschaft, mit Bereitschaft verteidigt. Alles reingehauen, was wir können. Und die Mannschaft hat es mehr als verdient. Heute auf dem Platz, aber schon die ganze Woche oder die letzten Wochen, wo unglaublich gut gearbeitet wird und heute endlich mal belohnt worden sind. Nach Thun und Winterthur, wie wichtig ist das gewesen? Ja, sehr, vor allem für den Kopf, sehr wichtig gewesen. Auch für unsere Defensive, wir haben bis zu den 80. haben wir es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Offensiv immer wieder Akzente gesetzt, gefährlich gewesen. Es ist, wie gesagt, es ist eine Erleichterung und vor allem, ich sage mehr, ein Verdienst für die Mannschaft, für das, was sie auf dem Platz leistet. Ich glaube, vor einer Woche hast du noch gesagt, es sind irgendwie 90 Minuten, die du aufarbeiten musst. Wenn du heute hingehst, dann sind es die letzten 10 Minuten, die man aufarbeiten muss. Aber dann machen wir einen Schritt vorwärts und das ist ja gut. Und das zeigt ja auch, dass die Mannschaft will vorangehen. Und jetzt ist es wirklich sehr, sehr gut gewesen. Nicht vergessen, wir sind heute sehr, sehr jung aufgestellt gewesen. Auch nachher, wo der Silvio und der Wallo noch draußen waren. Das ist, wir sind jung gewesen, aber die wachsen tagtäglich und die werden weiterhin wachsen. Sind die ersten 80 Minuten der Beweis dafür gewesen, dass man offensiv spielen kann und hinten eben trotzdem sicher sein? Ja, korrekt, so ist es. Heute haben wir es in beiden Richtungen sehr, sehr gut gemacht. Offensiv immer gefährlicher geworden. Man hat dann nachher gemerkt, wir sind dann in einen Lauf reingekommen und defensiv stabil gewesen. Hat wirklich ein paar heikle Szenen gehabt. Ich meine, so wie wir spielen, wissen wir, dass wir ab und zu mal eine Chance zulassen. Und heute haben wir es bravourös bis zur 80. Minute gut verteidigt. Auch nachher, aber ich sage, die letzten paar Minuten, wo wir es über die Runde mitbringen, haben wir es sehr gut verteidigt. Kompliment an die ganze Mannschaft. Danke.